beiden sind Geschwister. Steht das hier auch drin? Ja, warte mal, Freund. Da, 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 da. Auf jeden Fall, das sind Geschwister, ne? Und ich habe auf jeden Fall ein paar Pläne für ihn. Und wir sehen das auch an den Wünschen oder an den Sachen. Liebesgöttin, ja, sie ist so ein bisschen Rockgöttin werden. Also auf jeden Fall Musikkarriere muss sie was machen. Das habe ich immer nicht drauf geachtet, ne? Die Jobs, das passt perfekt für sie, siehst du? Sie sieht auch schon so aus wie so eine Rockerin. Sie soll so ein bisschen sein, die Männer klar macht und vielleicht auch Frauen. Je nachdem, müssen wir mal schauen. Er ist auch so ein bisschen. Er soll aber zum Geschäftsmann werden, denn sein Traum ist hier Geldmaschine. Er wird auf jeden Fall auch zum Recht erreichen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und ja, sie soll halt ne, die Rockerin werden. Die macht Musik halt, wird viel künstlerisches Kram machen und so ein bisschen Aufreißerin halt, und er ist halt der Geschäftsmann. Ich bin sehr gespannt, wie das wird, und deshalb wollte ich auch hier spielen, denn er wird ja auch für die Stadt auch ein bisschen ne, für den Support sorgen, oder besser für das Einkommen, weil er will ja Geld machen, und wenn er Geschäfte aufmacht, wenn er hier in Immobiliengeschäft gehen will, da weiß man schon, was auf einen zukommt. Oh, guck mal, das sieht schon ein bisschen grau aus, oder naja, die müssen auch gießen, das können wir machen. Ja, aber die sollen von ganz klein anfangen. Das heißt wirklich von ganz von unten, und die sind auch nicht so, fangen gerade mal an damit. Und wir schauen mal, wie der sich verändert, persönlich. Ja, das erstmal allgemein zu denen. In Sims gab es ja noch keine Fähigkeiten, ne? Die haben ja keine Fähigkeiten, das werden wir alles ausbauen, das werde ich auch alles nicht cheaten. Das erstmal allgemein zu allem. Das war eigentlich, glaube ich, alles, was man wissen sollte. Die beiden, wir werden erstmal hier normal das Leben beginnen. Ich bin sehr gespannt. Und wir werden einfach mal anfangen, auf die Wünsche einzugehen, die Sims halt leben zu lassen. Die sind praktisch neu hierher gezogen. Das Geld haben sie von ihren Eltern bekommen. Das sind da Zwillinge. Und die sollen zusammen was daraus machen. Und haben gesagt, gut, die ziehen erstmal zusammen, weil sie haben, ja, so viel Geld war es nicht. Hat gereicht, um das Haus zu kaufen, und dass es alles eingerichtet war. Haben sich noch ein Auto geleistet, oder das haben sie noch von den Eltern gekriegt, ne, das von den Eltern, und wir sehen, hier haben sie schönes Haus sich gekauft, haben jetzt nicht mehr allzu viel auf den Uhr, ne, weil sie natürlich alles erstmal kaufen mussten, und jetzt müssen sie selber versuchen, sich zu verdienen. Ne, waren wohl auch ein bisschen verwöhnt, aber es klappt schon. Okay, das allgemein dazu. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal wirklich eine Aufnahmepause. Denn das Haus ist soweit fertig und ich habe es endlich mal geschafft, alles aufzunehmen ohne Unterbrecher. Ihr wisst gar nicht, was das für ein Akt war, heute das alles zu machen und das und das und das. Also ich bin froh, wenn das erledigt ist und es dann endlich losgeht. Weil der erste Aufnahme ist immer am schlimmsten, weil du nicht weißt, wie fängst du an, wie machst du das, wie gehst du da rein. Alles weitere sehen wir nächste Mal, und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich würde sagen, ich speichere hier jetzt ab. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielleicht auch zweimal in der Woche. Also es wird auch ein bisschen längere Folgen sein. Also die Folgen werde ich so auf 16 bis vielleicht 20 Minuten hochsetzen. Also maximal, ich würde sagen 16 bis 18 Minuten, aber 16 bis 20, also wirklich ein bisschen länger. Dafür aber halt den zwei in der Woche, dann hast du auch genug. Denn es gibt noch andere Projekte, die kommen werden. Ein paar Minispiele, ein paar Minigames und ein paar andere Videos. Und dann wäre es ein bisschen viel, ne, wieder. Und ich möchte das nicht das gleiche haben wie bei Lego Fluch der Karibik. Das ist ja abgeschlossen. Das war auch alles wunderbar. Aber es war halt ein bisschen alles eintönig. Auch von meiner Seite aus fand ich das ein bisschen, nur weil nur Fluch der Karibik jetzt abgeschlossen, und jetzt möchte ich ein bisschen Abwechslung reinbringen, auch in den Let's Plays, so ein bisschen Abwechslung auch zeigen, verschiedene Sachen. Wir werden schauen, wie es wird. Heute ist, dieses Video kommt raus Montag, ich werde es ein bisschen zusammengeschnippelt haben, wie gesagt, glaube ich 20 Minuten, 18 Minuten, je nachdem. Und wir sehen uns dann diese Woche noch oder wann anders. Ich sage adios, sayonara und bye bye, konnichiwa. Summers and Suns. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer nächsten Aufnahmesession von The Sims 2 Schönsichtigen, dem Let's Play, Sims Let's Play, in dem wir uns voll und ganz ja nur mit Schönsichtigen beschäftigen wollen. Und das letzte Mal habe ich ja das Haus eingerichtet. So, es ist noch ein Sommertag übrig. Das heißt, ab morgen beginnt dann auch der Herbst. Heute ist Montag, 8 Uhr.
Ich würde erstmal sagen, wir werden jetzt erstmal gucken, wie es euch geht. Okay, Harndrang haben beide, Hunger auch. Da würde ich erstmal sagen, du hast mehr Harndrang, dann wirst du erstmal zubereiten, Gruppenmahlzeit, einmal Sandwiches, da kann ich spazieren. Du gehst dann erstmal auf Toilette und ja, dann machst du danach erstmal Musik an, damit wir ein bisschen Musik haben. Aha. Lee. Auch nicht schlecht. Ach ja. Ist aber schon alles sehr nett. Und es bleibt wenigstens alles so schräg stehen. Ich hoffe, das könnt ihr auch benutzen, wenn es so schräg steht. So. Mit übrigens Stimmen machen und so synchronisieren, wie ich das immer gerne mache, werde ich hier so ein bisschen das Ruhige angehen, weil das doch ein bisschen. Naja. Okay. Dann mal gucken, was hier für. Ah, ja. Da, 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 da. Oh, oh. Warte mal. Okay. Okay. Ich sehe schon, das wird nichts. Das wird nichts mit dem, mit diesem Cheat. Das bringt nur Ärger und Kummer und Sorgen. Ist jetzt nicht so wild, aber. Jo, das ist aber ein guter Test. So kann man mal sehen. Man sollte nicht in Sims, 2 so rumschießen, so viel. Ist aber alles nicht so wild. Wir haben dafür den. Können wir wenigstens hier das so machen. Guck dir an. So wird ein Schuh draus. Ja, das ist auch mir, gefällt mir auch persönlich besser. Also. Ihr macht alles das nicht, was ihr solltet. Du, mein Lieber, hast du gegessen? Ja, nee. Erstmal, zum Essen rufen wir Haushalt. Ja, du, warte mal. Mach mal jetzt hier. Ich bin mit der Musik immer unzufrieden. Weil ich einfach auch nicht mehr weiß, was hier so war. Mal komm, mal hier, Regie. So, den ist mal. Ach man, ey, macht doch. Ach komm, wir gehen auf die Toilette. Aber ach, wenigstens macht sie, serviert sie das. Das ist schon mal sehr schön. Und im Stehen natürlich. Warte mal, ist er denn. Nee, ist eigentlich ziemlich ordentlich. Das verstehe ich denn nicht. Hände waschen. Essen. Sims 2 essen viel. Das weiß ich. Und darum nicht so viel quatschen, darum mache ich das lieber so, ja. Dazu gibt es dann noch einen schönen. Was gibt es hier denn so? Trinken, Traubennektar, Pfirsichnektar, Beerennektar. Oh. Was da los? Ach. Wer bist du denn? Watch Humble. Hallo, ich bin Herr Hammel und ich bin gekommen, um dir ein großartiges Geschenk zu überreichen. Diese Kiste enthält umwerfende und bezaubernde Sim-Wunder, die du mehr als verdient hast. Öffne sie schnell. Ich habe gesagt, du sollst sie öffnen! Ich liebe es zu in Räume mich einzusetzen. Ist immer wieder schön. So. Welche Mann, ich sehe mal Mobile. Na, Schuhe. Möchtet ihr wieder Schuhe haben oder was? Da gibt es. Okay, Wünsche. Unbekannt Sim treffen.
ein Doppelbett kaufen? Gibt es... Ihr seid Bruder und Schwester, das wird nicht... Hallo, ich bin Mitglied des örtlichen Gartenvereins und dachte, ich komme mal vorbei, um dir etwas über unseren Verein zu erzählen. Außerdem möchte ich gern mit Ihnen über die Bibel sprechen, aber wir kommen jederzeit gerne zu dir, um deinen Garten zu inspizieren und zu bewerten. Aber ich empfehle dir, ihn erst zu verschönern. Sieh dir dazu einmal die neuen Gartenabteilungen im Baumodus an, ja? Und reden wir... Nein! Jetzt gibt's ja schon die Zeugen Jehovas, Gärtner oder was? Oh, guck mal! Stacy! Duppiduppiduppidu, Stacy! Du isst noch, du kannst du mal hier... begrüßen. Aber bleib doch mal stehen. Schmetterlinge. Ja, warte mal. Da draußen, da ist irgendwer. Müssen wir mal gucken, ne? Ich hab keine Ahnung, wie ich ihre Stimme mache. Wieso, ja. Hi! Ich grüße dich! Erstmal sortieren. Ah, nein, ah! Ja, sie ist auf jeden Fall crazy. Sie ist ein crazy Huhn. Shimala Chantashayatata. Ach, das ist so schön, wieder zurück zu sein zu Sims. Oh, ein Computer. Ach ja, der Kerl. Stimmt ja, das heißt, wir brauchen gar nicht den alten, wir kriegen einen geschenkt. So, ja, stimmt, da war ja was. Warte mal. Shayamala Payama. Oh, das Schöne ist, wir können auch die Sachen wegstellen. Warte mal. Lesen. Nee, erstmal möchte ich sagen, wo bist du denn? Genau. Abspülen. Ey, sehr schön. Die Sims machen, was sie machen sollen. Also ich finde das so schön, ist schön entspannt hier. Und die da draußen raus dann wieder aus. Reste weglegen. Dann wären sie auch nicht schlecht. Das finde ich so schön, dass das jetzt funktioniert in Sims 2. Karre Besitzer wechseln, das macht auf jeden Fall Falco. Ah, der ist der... Bist du... Ach, der tanzt Schlambade. Ach, du... Kannst du mal nach einem Job suchen? Was möchtest du nochmal werden? Du wolltest, glaube ich... nein, du wolltest, glaube ich, Rockgottin werden. Ich glaube, das können wir mal machen. Also, das ist für sie eigentlich das Beste. Job suchen sofort mal. Mal schauen, ob was beißt. Das macht ja auch gleich alles Spaß. Ne? Yay! So, ich achte mal schön darauf. Ja, denn... Zock mal, oder was kannst du... Spaß brauchst du. Ja, du kannst gleich Spaß haben, aber... was kann man denn machen? Geschäft? Nee. Immobilien. Das finde ich so cool hier, ne? Es gibt so viele Möglichkeiten in Sims 2, das ist einfach Roman schreiben. Das könnten wir machen. Auch mal irgendwann. Ich kann so viele Sachen machen. Lebensmittel bestellen, kann man auch per Internet machen, E-Mail schicken. Och, ich bin so... Ich bin schon wieder begeistert von dem Spiel. Oder ohne Witz. Urlaub machen und so weiter. Lebensmittel bestellen, E-Mail schicken, chatten mit. Wir haben mal genießt Xavier Iris. Wir chatten mal mit Iris. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Unterhalter, Bühnenkomikerin, das ist aber Schauspiel, glaube ich, und nicht... Ist das Musik? Ist das Musik? Warte mal. Recht, das ist für ihn. Okay, er soll ja, er wollte ja Recht machen. Anwalt werden. Gastronomie, okay, das war's. Was ist da? Bewundert werden? Nee, hör mal auf damit. Der macht doch ja nichts. Dann kann er erstmal was machen, dann kann er Recht machen. Warte mal. Ja, stell dir mal, dann kannst du vielleicht einen Job machen. 3000 haben wir zwar. Oder wir können erstmal, wir können uns erstmal hier kommen. Mit der gestikulieren, wir machen erstmal festen Hintergrund, wir kennen die doch ja nicht. Ich weiß gar nicht, aber Unterhaltung? Aber Bühnenkomiker, aber das ist doch, Bühne ist ja nicht Musik. So, was ist, was auch immer, lesen haben wir, lernen, ach, lernen kann man ja auch, Psychologie, nicht auszuraten. Das, ich glaube, das ist alles ziemlich wichtig. Habe ich mal überlegt. Zum Beispiel, dass die Sim, wenn das lesen ist, dann rasten nicht mehr so schnell aus, kann ich mir vorstellen. Also zum Beispiel, dass sie nicht mehr, wenn dann zum Beispiel, wenn sie stinken, dass sie nicht mehr so rumbrüllen. Oder Psychologie zum Beispiel. Physiologie. Nicht Psychologie, sondern Physiologie. Irgendwie Paarberatung, ne, dass sie mit dem gut klarkommen. Erziehung, zum Beispiel, damit sie Kinder erziehen kann. Verhalten im Brandfall. Fall, glaube ich, dann rasten sie nicht mehr aus. Dann haben sie nicht mehr so eine Panik. Und lebenslange Zufriedenheit. Okay. Kochen. Ich würde mal sagen, ich will das mal probieren. Ob das wirklich denn, das ist ja hier die, ist ja hier die Zufriedenheit.
ob das was bringt. Ich möchte nicht mehr. Hallo, bleib doch mal stehen. Oma. Jetzt. Ja, es ist ein. Es, sie ist einfach crazy, ey. Crazy hell as hell. So. Ah, na, alle kleine. Ja, hallöchen. Ja, ich bin der. Gefangen. Einige Nachbarn sind vorbeigekommen. Ja, dann ist ja wunderbar. Ach, guck mal, wer kommt denn da alles? Kogoromo Ri! Ach, der alte Charmeur. Robert Blender und Selena. Ja, dann wollen wir erstmal alle grüßen. Dann begrüßen wir sie erstmal. Hallöchen. Hallo, ja, guck mal, hier. Alle begrüßen. Hallöchen, na, guten Tag. Kommt mal rein, liebe Freunde. Es gibt. Wir haben noch was zu essen hier. Reste nehmen. Na, alle klar hier. Tänzen sie erstmal herum, wisst ihr? Boah, ist das. Sag mal, ist der Fernseher so laut? Sind die Soundeffekte so laut? Was ist denn da los? Soundeffekte sind ziemlich laut. Dann machen wir ein bisschen leiser. Die Musik ein bisschen lauter. Na, nehmen wir mal lieber so. Die Stimmen machen wir so. Die Umgebung machen wir mal so. So. Hey, Blitz! Oh! Crazy Huhn? Ja, die sind auch crazy. Du hast das gleiche gemacht, du Olle. Warum isst du denn? Du sollst doch nicht essen, aber. Ach, der stimmt, der nochmal. Der hat ja Hunger. Komm, dann machen wir mal hier zusammen tanzen. Gott, da machen wir endlich mal aus die Kiste. Koko, ey, das ist. Der ist genau wie, der ist genauso wie zu Hause, weißt du? Übrigens, ja, dem Namen nach zu urteilen kann man sagen, ich habe ihn selber erstellt. Und das ist einer der ersten Sims, ich bin froh, dass er gekommen ist. Ich habe mir irgendwie gehofft, dass er kommt. Kogoromori natürlich, wer es nicht kennt, von Detektiv Conan. Der alte. Ich habe ja eigentlich die Frisur wirklich, die perfekte Frisur ja, mit der einen Locke, die so hängt. Und also ich finde, der hat wirklich, der hat was, ne? Also auf jeden Fall, für Sims-Verhältnisse sieht es wirklich sehr nach Kogoro aus. Und ich finde, man erkennt sich sofort, dass es der, ne, alte ist. Und ich habe ihn auch genauso erstellt, so dieser, naja, etwas durchgeknallte Digga. Und genau, er kommt hier hin, setzt sich erstmal vor der Glotze. Ja, nur gefällt, dass er irgendwie hier an den Wein-Dings da geht, wisst ihr, erstmal. apropos.